Gesund und günstig einkaufen mit ganz bewussten Ausnahmen. Hallo und herzlich willkommen zur Lebensfuchs-Einkaufswoche. Mein Name ist Janine. Diese Woche war ich immer noch etwas angeschlagen von einer kleinen Erkältung. Nicht schlimm, aber ich konnte mich im späteren Verlauf der Woche einfach nicht mehr zum Einkaufen aufraffen. Das machte allerdings nichts. Ich hatte von letzter Woche noch Salat, hatte Anfang der Woche etwas Obst geholt und ansonsten genug Vorräte. Was ich mir damit auf den Tisch gezaubert habe, siehst du jetzt. Auch diese Woche gibt's wieder Haferflocken-Pancakes zum Frühstück. Das Rezept verlinke ich. Kartoffeln mit Salat wird es diese Woche häufiger geben, denn die Kartoffeln müssen weg. Und Salat mag ich nicht nur wie Kartoffeln gerne, sondern er bietet auch noch viele wichtige Nährstoffe. Abends gibt's bei mir leckeren gemischten Salat, je nachdem, was ich so da habe. Die Sprossen sind selbst gezüchtet. Einmal hier die Mungobohnensprossen, die züchtet man in einem Sprossenglas. Und hier Brokkolisprossen und Kresse, die züchte ich auf Küchenpapier. Ich verlinke dir das, wo du das alles günstig bekommst. Zur Abwechslung gibt es die Kartoffeln mit Erbsen und Ei. Am Mittwoch war ich kurz einkaufen, einmal beim Teeladen. Ich trinke ja eigentlich so den ganzen Tag Tee und ich kaufe den Kräutertee immer im Teeladen, weil er da am günstigsten ist. Wenn ich nämlich so eine 500 Gramm Packung kaufe, die hält bei mir so circa 5 Monate. Und ich bekomme dann auch einen kleinen Rabatt. Hier kann man sehen, eigentlich kosten die 500 Gramm 14,75 € und ich nehme dann auch die Tüte immer wieder mit hin und lasse sie immer wieder auffüllen. Das geht so lange, bis sie hier unten kaputt geht, aber noch hält sie. Und ich habe also nicht 14,75 € bezahlt, sondern 14,50 €. Ein kleiner Rabatt. Ja, das ist Lemongrass-Kräutertee. Der schmeckt eigentlich im Grunde genommen so wie Eistee. Ist sehr lecker und den koche ich immer kannenweise. Und dann war ich noch kurz bei Lidl. Lidl hatte nämlich bis heute diese Cantaloupe-Melonen im Angebot für 1,99 € das Kilo. Und das sind jetzt 2,19 €. Und es waren auch Erdbeeren im Angebot, 3,98 € das Kilo. Das sind jetzt 2,20 €. Und ich bin heute Nachmittag, Abend länger unterwegs. Und dann wollte ich mir gern noch so ein Laugenbrötchen vorm Abendessen noch was, eine Kleinigkeit essen, das kostet 39 €. Und dann habe ich einen Fehler gemacht. In der App gab es Rabatt auf diese Art Schokolade und ich dachte, es gibt Rabatt auf diese Art Schokolade, aber ich habe die falsche Prozentzahl erwischt. Es gab den Rabatt nur auf 70-prozentige Kakaoschokolade und ich habe 85% genommen und dass das mit dem Rabatt nicht funktioniert, habe ich erst gesehen, nachdem ich bezahlt habe und dann dachte ich, ach ja, komm, egal, na, zahle ich ein paar Cent mehr und dann jetzt werde ich die mal probieren. Bei all gibt es die ja auch in der Eigenmarke und ich werde mich da einfach mal durchprobieren. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, ich probiere die immer, wenn die im Angebot ist, aber das ist jetzt eben schief gegangen. Aber dann nächstes Mal bei Aldi. Oder wenn sie schmeckt, dann kaufe ich auch gerne die von Lidl. Ich bin ja momentan so bei Rittersport 80%ig oder 81%, das ist glaube ich hängen geblieben. Bezahlt habe ich bei Lidl dann mit der Schokolade, die 1,49 € kostet, 6,27 €. Ich habe mir ein paar Haferstangen gebacken. Das ist dasselbe Rezept wie zu den Haferbrötchen, die ich dir verlinke. Nur, dass ich einfach noch ein paar Körner drauf gemacht habe und ich habe sie als Stangen geformt und eben nicht als Brötchen. Und ich mache mir diese Stangen jetzt hier teilweise mit Frischkäse, bisschen Paprikagewürz und leckeren selbstgezogenen Sprossen. Und teilweise werde ich mir das auch einfach mit Butter machen, weil das mega lecker ist. Ich habe das jetzt noch zugelassen. Und wenn ich es dann aufschneide, dann ist es noch schön warm und dann zerläuft die Butter so darauf. So, sehr lecker. Es gibt eine weitere Kartoffelvariation, die ich sehr lange nicht mehr hatte, obwohl ich sie eigentlich sehr gerne esse. Kartoffelbrei und zwar mit Zwiebeln. Die habe ich noch vorrätig vor Ewigkeiten gekauft. Und das ist das Gute an Zwiebeln. Es ist ein gesundes und günstiges Gemüse, das sich in einem dunklen Behälter ewig hält. Und ja, so gibt es mal ein ganz schlichtes, einfaches und trotzdem leckeres und gesundes Mittagessen.
Weil ich keinen Salat mehr habe, gibt's jetzt abends Tomatensuppe mit Reis. Ich hatte mir vor ewigen Zeiten mal so eine ganze Palette passierte Tomaten gekauft. Die muss jetzt gegessen werden und genau das ist es jetzt. Eine Packung passierte Tomaten. Ich habe ein bisschen Milch reingemacht statt Sahne, ein paar Gewürze und Reis dazu und fertig. Es gibt ganz klassisch Spaghetti mit Tomatensauce, einfach weil ich es gerne esse und ich liebe Spaghetti. Und jeden Tag Kartoffeln sind jetzt irgendwie doch auch mal genug. Am Wochenende habe ich mir noch ein leckeres Stück Erdbeerkuchen geholt. 3,30 Euro sind echt nicht günstig, aber da ich diese Woche sonst kaum etwas gekauft habe, freue ich mich jetzt darauf und dann geht das für mich auch in Ordnung. Diese Woche habe ich inklusive Kuchen 24,07 Euro ausgegeben. Ziemlich viel für diese kleine Menge, aber mit Teevorrat für ca. 5 Monate. Um mehr Geld zu sparen, finde ich es hilfreich, die Ausgaben genau zu erfassen. Das geht umständlich mit einem Haushaltsbuch, aber auch viel einfacher mit einer App. Ich empfehle dir Finanzguru. Finanzguru erfasst deine Ausgaben automatisch und kann sie einzelnen Budgets zuordnen. So hast du immer alles im Blick. Ich verlinke dir die App unten in der Videobeschreibung. Und für ein Tutorial klick einfach hier auf das Video. Dann verabschiede ich mich und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Ciao, ciao!